Die Mucke irritiert mich. Irgendwas ist hier ganz... Ja, ich weiß, die Zeit ist stehen geblieben und... Gehen Sie sofort runter in die Praxis Ihres Mannes. Oh Gott, ich hab... Jackie. Oh Gott, was ist mit Jackie? Jetzt kommt... Oh, ich krieg echt voll Gänsehaut gerade, Leute. Wahrscheinlich bedroht Jackie jetzt meinen Mann mit einer Waffe. Oder? Jetzt rächt sie sich? Oh Gott, ich hab Angst, Leute. Ich hab Gänsehaut. Oder er opfert mich jetzt. Ich werde jetzt erschossen von Jackie. Was? Das ist doch Frank. Dem Himmel sei Dank, du bist hier. Er kommt langsam zu sich. Das ist doch... Ist doch Frank, oder nicht? Wer ist denn das? Warum ist das Bild gerade so blöd? Ich habe die Discs nicht. Was ist passiert? Wo bin ich? Prellung? Hat er Prellung? Schiffen? Hat er auch? Das ist Frank Fox. Was ist mit ihm passiert? Keine Ahnung. Ich wollte nur kurz reinspringen, um Papierkram zu holen. Ich habe ihn auf dem Parkplatz gefunden, bewusstlos und übel zugerichtet. Als ich erkannt habe, dass es Frank ist, habe ich dich angerufen. Das hättest du auch am Telefon sagen können. Du kannst dich doch selber um ihn kümmern. Du bist doch der Arzt. Oder Polizei rufen zum Beispiel. Was ist ihm zugestoßen? Hat er einen Unfall? Jemand hat ihn übel zugerichtet. Er hat schwere Kopfverletzungen und zahlreiche Prellungen. Ja, dann behandle ihn doch. Aber es sieht aus, als käme er durch. Ja, das glaube ich auch, weil ganz ehrlich, er sitzt da und bewegt sich. Meinst du, er stirbt dir jetzt weg, oder was? Also Dave, jetzt mal ganz ehrlich, wer ist jetzt hier der Arzt, hä? Oh, mein Kopf. Wo bin ich? Frank, ich bin's, Zenobia. Können Sie uns sagen, was passiert ist? Frank, ich bin's. Sie sind in meiner Praxis. Meine Frau ist auch hier. Ja. Ich habe sie auf meinem Parkplatz gefunden. Sie waren bewusstlos und ich habe sie hierher gebracht. Ich wollte mich mit Ihnen treffen. Sie waren hinter den Discs her. Also haben wir ein Treffen in der Stadt ausgemacht. Leute, ich habe ja das Spiel schon mal gespielt, ne? Aber ich glaube, so weit habe ich echt lange nicht mehr gespielt, weil ich habe das überhaupt nicht mehr im Kopf drin, ohne Mist. Ich hätte jetzt schon fast erwartet, dass Jackie vor mir steht mit einer Waffe. Hat man ja gemerkt. Warum wollten Sie das machen? Weiß die Polizei davon? Und weiß Eric Larsen Bescheid? Ich weiß. Ich hätte es der Polizei sagen sollen. Oder dem FIB. Aber die von der Bank haben ausdrücklich gesagt, dass ich mit niemandem reden darf. Das sagen die immer. Sie haben gesagt, dass sie zuerst mich und dann Daniel umbringen würden. Warum ändert sich eigentlich ständig seine Stimme? Weil ganz ehrlich, das haben doch zwei verschiedene Personen eingesprochen. Das irritiert mich total. Irgendwie diese zweite Stimme, die wird auch oft von Daniel irgendwie gesprochen, habe ich das Gefühl. Ich verstehe hier kein Wort. Ihr wisst, wer bei uns eingebrochen ist? Ihr habt mit dem FIB gesprochen? Ja. Das fällt dir jetzt auch mal ein, Dave. Ganz ehrlich, wenn du der Mann im Haus wärst, dann hättest du schon längst von dieser ganzen Sache gewusst und hättest dich vielleicht auch mal darum gekümmert, um unsere Sicherheit, eine Waffe besorgt oder sonstiges. Hm? Nein, ich muss mich hier um alles kümmern. Siehst du mal, wie das ist. Und putzen muss ich auch noch. Einige alte Geschäftskontakte sind Frank nach Fairview gefolgt. Ich erzähle dir alles später. Jetzt müssen wir davon sorgen, dass er wieder gesund wird. Oh nein, Daniel. Wie lange bin ich schon hier? Ich habe mitbekommen, wie Sie davon gesprochen haben, bei uns zu Hause nach den Discs zu suchen. Er hat eine Waffe, ist alles in Ordnung. Wenn Daniel dort ist... Oh nein, wir müssen ihn warnen! Was, jetzt kann ich auch sagen, oh nein, Daniel ist ganz allein zu Hause, wir müssen ihn warnen? Ich komme gerade von eurem Haus. Als Dave angerufen hat, habe ich Daniel dort zurückgelassen. Oh nein! Oh nein, oh ja, er hat eine Waffe, es ist alles in Ordnung. Und da er ja irgendwie laut irgendeinem Grund keine Waffe mehr haben darf, dann wird er ja wohl auch wissen, wie man schießen kann.
Daniel hat nicht die geringste Chance, wenn diese Typen auftauchen. Wir müssen ihn sofort warnen. Ja, also Novia, ruf halt mal an. Ruf Daniel an. Ja. Sag ihm, dass er sofort das Haus verlassen soll. Ja. Muss ich jetzt ihn anrufen oder was? Die Kerle, die Frank... Die Zeit ist immer noch stehen geblieben, ich sag ja nichts. Die Kerle, die Frank... Das heißt, es kann eigentlich noch gar nichts passiert sein, weil die Zeit stehen bleibt. Oder immer noch stehen geblieben ist. Die Kerle, die Frank zusammengeschlagen haben, gehen jetzt rüber zu Daniel, um die Dis zu holen. Sie müssen Daniel warnen. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt von hier aus so anrufen. Wie geht das jetzt? Oh, kann man hier... Ah, doch, warte mal, ein Mausrad. Ah, das wusste ich ja noch gar nicht. Cool. Was passiert denn, wenn ich Gabrielle mal anrufe? Da Sie meine Nummer haben, wissen Sie, wen Sie angerufen haben. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Cool, das kann man echt machen. Ja, ich warne jetzt schon, Daniel. Entschuldigung, ich wollte das ganz kurz mal ausprobieren. Daniel. Daniel Fox, hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Daniel, ich bin's. Sie müssen sofort das Haus verlassen. Was ist denn los? Sie klingen merkwürdig. Oh. Ist alles in oh Ordnung? Oh Gott, gleich hören wir bestimmt, wie er überfallen wird. Leute, das ist geradezu spannend für mein Herz. Oh, Moment, jemand ist... Nein, nein, oh Gott, 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 oh Gott. Etwas ist Ihrem Bruder Frank zugestoßen. Er wurde ziemlich übel zugerichtet. Die gleichen Männer sind jetzt unterwegs zu Ihnen. Machen Sie die Tür nicht auf. Er sagt nichts. Oh Gott. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Suchen Sie so schnell wie möglich das Haus auf. Oh nein. Warum muss ich das schon wieder machen? Warum kann das nicht Dave machen? Ach, der muss ja ihn behandeln. Oh Mann, nein. Halt, ich mach nochmal die Musik ein bisschen lauter jetzt hier im Hintergrund. Einen Moment. Wow. Das ist gerade ziemlich laut. Ist das der Springbrunnen? Wahrscheinlich. Warum ist es jetzt plötzlich so laut? Das ist echt krass, wie schnell sich das immer ändert. Mal gucken, vielleicht müssen wir es gleich nochmal ändern. Was? Es rauscht immer noch? Ohne Mist jetzt? Warum rauscht das jetzt so in meinem Ohren? Einen Moment, Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Warum rauscht das? What the fuck ist denn hier los? Warum rauscht das jetzt so? Alter, dieses Spiel will mich doch heute echt irre machen, oder nicht? Leute, ich beende mal nicht nur kurz die Aufnahme, sondern ich beende auch gleichzeitig mal das Spiel. Ich speichere ihr ab und ich hoffe, das Rauschen geht jetzt weg. Es macht mich gerade irre. Ich meine, eben hätte es ja noch zum Springbrunnen gepasst, aber jetzt... Keine Ahnung, was hier los ist. Einen Moment, bis gleich. Okay, das Rauschen ist weg, Leute, Gott sei Dank. Und die Musik ist echt lauter. Ich hoffe, dass man jetzt gleich wenigstens noch die Stimmen versteht, weil sie ist jetzt echt viel lauter und ich habe aber bei meiner Lautstärke nichts geändert. Ich will jetzt aber auch nicht im Soundmenü nochmal rummixen, weil nicht, dass wieder das Rauschen anfängt. So, Leute, was mir gerade noch eingefallen ist, nachdem ich jetzt hier alles abgespeichert habe und wieder neu reingeladen habe und bla bla bla, also Dateien und so. Ganz... Warte. Was? Warum wurde es gerade leiser? Lassen wir... Ach, wir müssen gar nicht Stopp machen, weil die Zeit immer noch anhält. Hey... Bis dahin kann eigentlich noch gar nichts passiert sein, weil sie vorhin schon... Aber genau das ist nämlich die Sache, weil anstatt, dass mein Mann... Boah, ich muss ganz kurz leiser machen, das ist jetzt gerade ein bisschen laut. So. Anstatt, dass mein Mann einfach mal Frank selber fragt, was los ist, ohne mich hinzurufen, ja,
Dann hätte er nämlich selber rausbekommen, was da passiert ist. Und oh Gott, die sind auf dem Weg zu Daniel. Dann wäre ich einfach hier gewesen. Mein Mann hätte mich angerufen, hätte gesagt, kannst du bitte mal ganz kurz bei Daniel vorbeischauen? Ja, dann hätten wir uns das alles gerade sparen können. Und ich hätte ihn vielleicht vorher warnen können. Ich laufe jetzt so hin. Ich will jetzt nicht da so reinladen. Weil nicht, ich will jetzt gucken, ob ich noch irgendwen sehe vorher hier. Rennen wir jetzt einfach mal. Oh Gott, die Mucke, ey. Was? Ja, gehen Sie zu Daniel. Ich bin schon unterwegs. Ich weiß nicht, was mit der Musik hier los ist. Oh Gott, wir sind doch schon da, oder? Das ist doch Daniel hier oder das Haus von ihm, oder? Ja. Scheiße, ist hier irgendwer? Das sieht alles ruhig aus. Oh Gott, er liegt da. Kontakte mitsprechen, der sieht aber nicht... Oh Gott, das erinnert mich jetzt gerade extrem an die Serie. Aber an, oh Gott, an die letzte Staffel. Ich will jetzt niemanden spoilern. Oh Gott. Nein. Ich blute. Helfen Sie mir. Die haben auf mich geschossen. Verflucht. Scheiße. Daniel, alles in Ordnung? Können Sie laufen? Wir müssen Sie in ein Krankenhaus bringen. Zwei Männer. Alles ging so schnell. Ich hatte keine Zeit zu reagieren. Oh nein, ich spüre meine Beine nicht mehr. Oh Gott. Wo tut es Ihnen denn weh? Zenovia. Oh mein Gott, bestimmt wird alles gut. Halten Sie durch, Daniel. Hilfe ist unterwegs. Ist schon okay. Es tut nicht mal mehr weh. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich einfach sterben. Nein! Nein, Daniel. Hören Sie mir zu. Alles wird wieder gut. Halten Sie durch. Sehen Sie mich an. Sagen Sie Frank, dass es mir leid tut. Dass ich kein guter Bruder war. Oh Gott! Ich habe ihm nie gesagt, wie stolz ich auf ihn bin. Und wie sehr ich ihn geliebt habe. Sagen Sie es ihm, bitte. Die Mucke irritiert mich so, ey. Sie werden selbst Zeit genug haben, wenn Sie wieder gesund sind, Daniel. Es liegt noch so viel vor Ihnen. Mir ist so kalt. Verzeihen Sie mir, dass ich Sie hier mit reingezogen habe. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Das wird schon wieder. Ach ja, apropos, wo ist eigentlich die Waffe? Ich habe ein kleines Problem, Daniel. Nein, darum geht es jetzt gerade nicht. Daniel! Ich bin so müde. Nein! Ich werde ein wenig die Augen zumachen. Nein, nein, nein. Sagen nein, Sie Frank, nein, nein, dass ich ihn lieb habe. Nein, ich will jetzt nicht hier verabschieden. Daniel, bleiben Sie wach. Kümmern Sie sich um meine Begonien. Das ist jetzt ein Witz, oder? Halten Sie durch, Daniel. Bleiben Sie wach. Bleiben Sie bei mir. Nicht einschlafen. Nee, oder? Nee, oder? An einem idyllischen Ort wie der Wisteria Lane sieht man leicht die Dinge als gegeben an. Die Kraft, die einem nur ein Ehepartner geben kann. Die Unterstützung der Familie und die Gesundheit und Sicherheit der Kinder. Der arme Frank Fox wird seinem kleinen Bruder niemals sagen können, wie sehr er ihn liebte.
wie viel er ihm bedeutete. Und wozu er bereit wäre, um seinen Tod zu rächen. Oh nee, ey. Wessen Handynummer? Oh nein, darüber, das will ich jetzt nicht machen. Ganz ehrlich, Leute. Boah, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Er hatte doch eine Waffe. Und ich habe ihm gesagt, er soll nicht die Tür aufmachen. Ich hätte doch eigentlich den Schuss hören müssen, als er die Tür aufgemacht hat. Oder hatte das Telefon. Vielleicht hatte ich ihn auf dem Festnetz angerufen. Da hätte ich trotzdem den Schuss hören müssen. Wenn sie ihn angeschossen haben. Boah, das hat mich jetzt gerade so erinnert an die Serie, Leute. War das Staffelfinale? Nee, war nicht das Staffelfinale, oder? Also, das Serienfinale? Ich glaube nicht. Das waren, glaube ich, noch eine Folge vorher oder zwei davor. Wisst ihr, ne? Wo die Tür aufgeht und einfach der Schuss fällt. Boah, das war echt unerwartet. Und es war echt schrecklich, weil das war diese Folge, und der es ganz am Anfang hieß, irgendwer wird heute noch sterben. Also so von den verschiedenen Familienmitgliedern, also von denen, die wir also kennen, ne? Von den Leuten. Und dann war ja das da mit der Juanita oder so, die da auf dem Dach rumgekrabbelt ist. Und es kamen dauernd solche Szenen, wo man dachte, oh Gott, jetzt stirbt die gleich oder der oder das. Und ganz am Ende geht bei jemandem dann, macht jemand die Tür auf und bam. Ich sag nur so viel, es war auch ein Mann. Ein Mann, der auch bei uns hier in der Straße wohnt und noch lebt. Boah, das war echt heftig. Das war richtig heftig. Und das hat mich jetzt gerade wieder so liegt, voll daran erinnert.